it, man! Wenn ich schon so einen geilen Trainer habe hier. Hier, wie heißt der? Jürgen Klopp. Oha! Oh, ich will meinen Kaffee machen. Ah ja, Rost, stimmt, Frank Rost. Oha! Aha! Nicht so, dass ich es mir nicht gedacht hätte, aber wie geil ist der Move. Ich dachte erst, er springt auf das Vieh rauf und kloppt es weg. Die Videosequenzen sind aber ein bisschen laggy. Das finde ich ein bisschen schade. Die haben 80 FPS und trotzdem sind die laggy. Boah, wie Matrix hier, ey, krass. Da ist sie ein bisschen älter. What the hell? Oha! Wie geil ist denn das bitte? Ich krieg echt Gänsehaut. Ich hab grad Gänsehaut, ey, heftig. Die Geschichte ist halt so ultra traurig und episch zugleich. Ich weiß, ich find's gerade echt krass, also hätte ich nicht gedacht. Später erstmal Aloy in Genshin bauen, ja. Rost? Das weiß nicht, ob ich das jemals tun werde. Aber den hat auch nicht jeder den Charakter, ne? Ignoriert die Kamera. Ist gleich wieder gut, bestimmt. Stufe 3 erreicht. Da ist unsere neue Aloy. Okay, ein paar geile Moves hat sie drauf. Und dann kann sie hier... Du kannst außerdem kleine Maschinen durchgedrückt halten von links mit. Ah! Niederschlagen, okay. Gut, bevor ich das mache, mache ich mir kurz einen Kaffee. Und dann machen wir gleich weiter. Ach, die Maschine ist noch gar nicht an. Ach, so kann das natürlich nichts werden. So kann das nichts werden. Aber was haltet ihr bisher vom Spiel? Ist gut, ne? Ist gut gemacht, so. Also... Violine. Komm, so schlimm ist das auch nicht mit der Kaffeemaschine. Aber das ist von der Story, finde ich, sehr gut gemacht. Pfeile herstellen kann ich ja. Feuerpfeil? Ach, ich habe gar mein Inventar nicht mehr. Wo ist denn das Inventar eigentlich? Ach, da. Oha, ja, Baby, ja. Also Fertigkeiten, da können wir uns auf jeden Fall austoben. Stiller Schlag. Jägerreflexe. Ach, im Sprung hat man denn Zeitlupe? Während des Sprungs oder des Rutschens verlangsamt sich die Zeit.
Oha! Stille Landung. Und das kann man alles ducken, macht dich für die Feinde schwerer sichtbar. Oh, was man als Krieger. Verwende beim Zielen Links-Shift, um die Zeit zu verlangsamen. Auch sehr geil. Bin gespannt, was du denn zum Gameplay sagst. Overall habe ich es echt gefeiert, aber ab dem Punkt, wo man dann rumlaufen konnte, ist es abgefallen bei mir. Obwohl sehr viele sagen, dass das ein ultra geiles Game ist. Jeder hat andere Vorlieben. Safe. Wir werden es sehen, ey. Ach, da sind Rohstoffe. Draht und Zünder haben wir. Okay, ich hol mal eben. Machen wir den Kaffee dann mal eben fix. Und erkunden wir nochmal weiter das Inventar. I für Inventar. Ich kann auch nichts Schlechtes drüber sagen, to be honest, nur dass es mich nicht meins war. Ja, spannend. Kaya Jägerbogen. Manchmal ist es auch so, dass man den Fokus ein bisschen verliert, wie gesagt, wenn man zu viele Möglichkeiten hat oder sowas, ne? Wie du schon sagst, wenn die Map dann so offen ist. Man kann wahrscheinlich auch noch bessere Waffen kriegen. Speer. Waffenschaden. Guck mal hier, kann man wohl hochleveln, wie es aussieht. Bogen, Handhabung und Modifikation. Der zwei Modifikationsplätze. Herstellen kann ich einen Bogen. Ach, modifizieren. Ach, das kommt bestimmt gleich auch noch. Kaffee ist fertig, dann können wir gleich mal weitermachen. Bestimmt kriegen wir gleich so eine Art Tutorial, wie man den auch upgradet. Da will ich denn jetzt noch gar nicht so viel machen. Denn fokussieren wir uns erstmal auf ein bisschen Gameplay. So, das war der Furz des Tages. Also wenn ich so mache... Achso, nee, doch nicht. Schnellspeicherung, manuelle... Machen wir mal manuelle Speicherung einmal. Ah! Macht man immer am Lagerfeuer... Ach, guck mal, jetzt haben wir hier den Speicherplatz, okay. Macht man immer am Lagerfeuer seinen Spielstand, okay. Bisschen von dem Holz wieder für Pfeile. Das habe ich hier... Noch. Gesundheit zum Medizinbeutel hinzugefügt. Achso, darf ich jetzt mal gegenschießen? Boah, nicht schlecht. Bin gerade ultra lucky in Minecraft vom Angeln. Haben schon drei Sattel und einen richtig geilen Bogen und auch viel anderen Stuff. Mach halt nichts anderes aus Angeln. Finde ich super witzig irgendwie, dass du gerade wieder auf dem Server rumdaddelst. Für alle, die es nicht nachvollziehen, Razy habe ich heute Morgen gefragt, ob ich mal eben den Minecraft-Server anschmeißen könnte, damit er da ein bisschen rumgrinden kann. Jetzt spielt er bei auf unserem Speicherstand für nächsten Mittwoch quasi dann weiter. Kann man auch irgendwie was haben, dass man länger in der Luft bleiben kann? So eine Art Parasegel? Wir wollten heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Warum ist Papa nicht da? Wie slide ich, ist die Frage. Das würde ich gerne mal wissen. Medizin, Äste, Steine. Das muss ich jetzt mal alles so ein bisschen ausnutzen. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Weil, wenn das erstmal, wenn die Rohstoffe da sind, dann kann man nachher auch... Hier oben. Ach da! Kann man auch ohne Probleme spielen. Ich bin da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Okay. Wie komme ich jetzt hier weiter? Einfach hier hochspringen? Kann ich auch hier klettern? Achso, die kann nur an bestimmten Stellen klettern, denn, oder was? Finde ich ein bisschen low, aber mal wegen. Gut, mal wegen. So, Prost, meine lieben Leute. Du bist hier. Was soll die Verzögerung? Nee, das ist alles in Ordnung. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Hm. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es
kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Oha. Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Oh, es ist so alles so traurig, ey. Oh, Mann. Oh, scheiße, ey. Naja, komm. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Bei Cast? Hey, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Gut, wir merken uns jetzt Nordtor, weil wir ja eigentlich keine Questmarkierungen haben. Warum haben wir jetzt überall Questmarkierungen? Das ist doch scheiße. Na gut, weiß nicht. Place is not Tutorial. Rost. Muss den kurz mal angucken. Epischer Charakter, muss ich sagen. Was passiert, wenn ich ihn schlage? Gott sei Dank geht das nicht, sonst hätte ich jetzt bestimmt Ärger gekriegt. Okay, man kann Natur nicht zerschlagen. Gut, dann jumpen wir jetzt hier runter und im Tal sollen wir jetzt so lange jagen, bis wir Feuerpfeile haben und dann sollen wir zum Nordtor. Norden wäre hier irgendwo. Also dann gehen wir bestimmt hier runter und dann hier hinten links irgendwie. Ach, da ist das Dorf. Alles klar, kriegen wir hin. Ja. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Ich mag Aloys Design sehr gerne. Die ist echt gut cute gemacht. Ich muss auch sagen, das Design gefällt mir ziemlich gut. Am Anfang dachte ich noch, es ist irgendwie kacke, aber jetzt dadurch, dass man auch die Kindheit von ihr miterlebt hat, ist es irgendwie automatisch. Man hat irgendwie mehr Feeling zu ihr. Und das Design gefällt mir irgendwie dann auch, ist irgendwie auch passender jetzt dazu. Ich habe keine Ahnung, ist irgendwie auch die Hintergrundstory und so. Sammle Lohe von Läufern, sammle Metallscherben von Maschinen. Okay. Bin sehr gespannt, wie sie sich spielt jetzt. Ja, also ich kann mich mit dem Charakter auf jeden Fall und dem Charakterdesign auch sehr gut identifizieren. Hier ist noch ein Speicherpunkt, das ist sehr gut. Das Becken. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Müssen wir mal nach Maschinen. Dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Genau, entweder wir suchen die hier oder wir suchen sie da. Das wollte ich gerade sagen. Wo ist eine gute Richtung? Und dann bin ich mal gespannt, was damit nach der Erprobung passiert, ob die das akzeptieren. Wenn sie das gewinnt, diese Erprobung oder diese Erprobung besteht, dann werden die bestimmt alle nicht so Fan von sein, dass diese Ausgestoßene denn da plötzlich nicht mehr ausgestoßen ist. Oh, ist das offen, das Game? Das ist so krass. Man kann hier überall langlaufen. Ich finde irgendwie, ihr wundert euch vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie,
Ich hätte dem Spiel halt nicht zugetraut, so von der Aufmachung, wie das aussieht, hätte ich dem Spiel nicht zugetraut, dass man so viel Freiraum hat. Hallo, spring doch jetzt mal hier hoch. Aloy, ich dachte, wir sind hier die Kletterkünstler. Achso, ich hätte vielleicht unten lang gehen sollen, ne? Aber ich denke mal, auf hoher Position hat man mehr Möglichkeiten. Obwohl, naja, in dem Spiel wahrscheinlich eher nicht. Okay, wir gehen mal runter. Was ist das für... Gut, den Turm können wir nachher noch angucken. Wir gehen da eh nochmal lang. Gut, wir machen uns das vielleicht einfach und folgen einfach den Spuren. Vielleicht sollen wir einfach dahin laufen. Da! Ach so! Macht man das. Okay, alles klar. Ah. Lauf! Oh, ich hab Bock auf eine ganz bestimmte Sache. Nur leider kommt er mir gerade ein bisschen zuvor. Warte, falscher Knopf. Ich will mal was ausprobieren. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Hä? Das geht nicht. Warte mal. Funktioniert nicht. Ich dachte mal, Zeitlupe, wenn man rutscht. Okay, das ist schade. Be right back, alright. Den falschen markiert. Ich mach das gerade total dumm, ne? Warte, ich werf Steine. Oder kann ich irgendwie von der Seite kommen? Ich glaube, ich bin sicher. Das ist gut. Ich versuch's jetzt einfach folgendermaßen. Tot? 90 Damage? Oh, ich drücke meinen falschen Knopf. Okay, wir rennen auf die andere Seite. Von hier oben ist tatsächlich noch geiler. Tschüss, du Loser! Ich würde auch gerne mal in den Nahkampf gehen, ehrlich gesagt. Ich würde gerne mal wissen, wie Nahkampf ist. Vom Feeling her. Zwölf Pfeile haben wir noch. Metallscherbendraht, okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen Wächterlinse, oh, geil.
Wir brauchen ja irgendwie noch dieses Feuermaterial. Lohe von Läufern. Läufer sind die Viecher da hinten, ne? Aber ich glaube, die können wir nicht... Die müssen wir mit dem Bogen bekämpfen, glaube ich, weil die nicht so aggressiv sind. Die laufen, glaube ich, sonst weg, ne? Die Biester... Ich habe halt richtig Bock auf so einen Move-Playstyle gerade mit Ausweichen und Nahkampf. Oh! Wildtier-Kill. Du bist meins, Baby. Zeig mir, was du drauf hast. Auf deinem Körper. Reichhaltiges Fleisch. Rohstoff 7 von 20. Fettes Fleisch. Knochiges Fleisch. Wird das schlecht? Also muss ich das verbrauchen? Wäre natürlich ärgerlich, wenn das... Man muss das auf jeden Fall auch kochen, gehe ich stark von aus, ne? Wildschwein, hat das irgendwelche Schwächen? Ach, das Ding kann ja nur technische Objekte... scannen, ne? Und Schwäche ist natürlich Kopf, was sag ich? Renn! Oh! Hätte ich auch im Nahkampf machen können. Hoppala, Steine. Sehr nahrhaft. Oh. Bist du da draußen? Mit wem redet sie da? Oh Gott, ich bin da richtig in die Misere gelaufen. Alter. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Alter. Gut, dann sammle ich mal die Teile. Was war das für ein Gegner? Ich muss eine Herde suchen. Gut, ich habe alles verloren, was ich gerade gemacht habe. Aber was soll's. Wir gehen mal den Standardweg. Ah, das ist ja krass. Wie stark waren die Viecher denn? Ah, das gibt mir gerade Lust auf mehr, weil ich merke... dass da noch richtig was geht. Nach oben hin. Warum regnet es jetzt auf einmal, ey? Gut, man muss halt die Schwachstelle... Also ich habe die Schwachstelle getroffen, fällt mir gerade ein. Stimmt, habe ich ja sogar. Und der hat kaum Damage genommen. Waren das irgendwie Late-Game-Feinde oder so? Nach dem Motto, ne? Wirkt der irgendwie so. Es ist das Late-Game, aber... die sind doch nicht für jetzt gedacht, wahrscheinlich. Oh Gott, ich sehe den gar nicht. Der Regen ist sehr dicht. Holy moly. Ich habe ja die Heilpflanze. Ich muss nur Q drücken. Warum habe ich hier nicht einfach mal Q gedrückt eben zwischendurch? Dann wäre sie stehen geblieben, ne? Sieht alles gleich viel bedrohlicher aus. Ist so, hat sie vollkommen recht. Ihre Schläge, da muss ich drauf achten, wenn ich sprinte, dann ist ihr Schlag total unpraktisch, weil sie dann immer diesen dicken Schlag macht. Aber eigentlich will ich ja dann lieber so einen kleinen haben. Geil! Wo ist das Viech gelandet? Da vorne. Vielleicht noch. Nee, doch nicht. Hier oben? Ja. Geil. Erstmal eine Ente geschossen, ey. So wie sich das gehört.
werfe im aus Versehen Steine. Also das mit den Tasten habe ich noch nicht so ganz optimal raus. Medizinbeutel voll, okay. Okay, wir haben zu viel gelootet. Und es wird Licht, Tag, Regen hört auf. Schön. Aber irgendwie laufen wir gerade einen völlig anderen Weg, ne? Da unten waren wir vorhin, stimmt. Und da waren diese Viecher, diese krassen hier rechts. Also in die Richtung. Gut, wir markieren mal den einen mit... Ich telefoniere gerade mit meinen Mitarbeitern, sehe, dass ich in Minecraft sterbe und höre dich nur rumschreien. Das war gerade was, ey. Oh Gott. Eieieiei. Ah, hier gehen wir gleich mal in den Nahkampf. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Da gehe ich jetzt in den Nahkampf. Alter, wie viel Damage! Was macht er da? Ja, es geht auch. Also man kann auch Nahkampf machen, es geht klar. Man muss halt nur mit den Tasten ein bisschen gucken. Ich finde das ein bisschen schwierig, so rumzuswipen. Sounds sind sehr gut gemacht von den Gegnern. Ja, fühle ich auch, ja. Finde ich auch sehr, sehr krass. Also man hat wirklich das Gefühl, man kämpft gegen Roboter und was weiß ich. Auch sehr bassintensiv. Also ich finde generell sind die Sounds sehr vom Klang her so Heimkino-mäßig. Oder würde ich fast sagen. Also vom Kopfhörer-Sound her. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Stream so ist. Wie man das so hört. Ich bin erstmal weg. Viel Spaß noch. Kippi, hau rein. Schön, dass du mal reingeschaut hast. Ist wahrscheinlich wieder so deine Gamecare-Kategorie ein bisschen mehr. Aber genau, hatten wir einen entspannten Tag und wir hören, ne? Gehen wir jetzt mal zu den Babys hier rüber. Alter, man macht auch gar kein Damage an der Rüstung, ne? Das ist schon richtig krass. Das ist echt irre. Plus 5% Schaden, Spule. Zünder. Ah, hier kann man speichern. Ich würde dann fast sagen, ich gehe nochmal zu diesen Drecksviechern von vorhin. Nützlich für eine alte Rezeptur. Musst immer die schwachen Punkte fokussieren, sonst juckst die nicht wirklich, ja. Ich find's krass, das finde ich von der Taktik. Auf ein Wort! Wo? Ich muss mit dir reden. Lua habe ich gefunden, geil. Willst du nicht helfen? Wo ist der? Der da hinten? Ist das der Punkt da vorne? Du musst mir helfen. Meinte er, das Game ist taktischer, als ich selbst gedacht habe. Er ist krass, also so taktisch, dass man halt wirklich gar keinen Schaden macht, wenn man es nicht ordentlich spielt. Ach da! Oh Gott, das Ausrufezeichen. Wir müssen uns mal merken. Hier vorne, Ausrufezeichen heißt, da liegt, da ist irgendwas. Was denn jetzt schon wieder? Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Liegt ein Meter neben mir. Einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen. Geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? So viele Entscheidungen immer.
Warum ich, deine Tochter, Mutters Wiege? Wir fragen erstmal zu seiner Tochter. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Okay, diesem Kind helfe ich auf jeden Fall. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Die letzte Mundbewegung war so ein bisschen kussmäßig. Fand ich ein bisschen zu sexistisch gerade, ehrlich gesagt. Aber gut, ich habe gespeichert. Bevor ich jetzt ihm helfe, mache ich diesen Move von eben wieder wett. Ich will mal gucken, ob ich die Viecher besiegen kann. Aber für die brauchen wir bestimmt die Zeitlupeneffekte. Die würde ich so gern haben, ne? Ich sag's euch. Und wo kamen die eigentlich her letztes Mal? Das verstehe ich gar nicht. Truthahn? Wildschwein. Zerstörte Maschine. Okay, man geht dann zu der zerstörten Maschine und dann spawnen die wahrscheinlich erst. Die Facial Expressions sind leichter Minuspunkt, aber man kann darüber hinwegsehen. Ist ja auch kein riesen Entwicklerstudio, die das gemacht haben. Achso, wusste ich gar nicht, dass das ein kleines Entwicklerstudio war. Und ich finde die Ausdrucksweise vom Gesicht, ehrlich gesagt, die Mimik tatsächlich ziemlich gut. Diese Plünderer sind sicher auf der Suche nach Altmetall. Ja, dich kriege ich nämlich. Scheiße, ihr habt noch zwei Pfeile. Dieses Drecksvieh! Ich lock ihn zu dem Halbtoten. So. Nur aber. Dich gebe ich noch nicht auf, du kleines Dreckschwein. Klein ist relativ, aber gegenüber anderen sind sie klein. Ja, ich wollte gerade sagen, so hätte ich es auch eingeschätzt. Okay. Ganz ruhig. Die können einen richtig krass scannen, die Biester. Schon interessant. Scheiße, die suchen einen auch wirklich da, wo man war, ne? Das ist so krass. Oh Gott, die scannen ab. Muss von hinten eigentlich kommen. Um euren Kram.
Der soll jetzt nicht so weit weglaufen. Mistvieh, Alter. Du wirst mich hier nochmal platt machen. Da unten. Ich habe keine Munition mehr. Shit! Was ein Spiel! Das macht richtig Spaß! Krass! 7% Schockspule, Zünder. Alter, das ist so ein Nervenkitzel! Was? Das Spiel zwingt einen auch wirklich seine Rohstoffe zu verbrauchen. Man hat irgendwie... Wenn dieser Berg nicht wäre... Dann wäre es zu schwer. Ich sag dir das, das wäre zu schwer. Nee, ich schürf mir alles auf. Sag schon bei den Gegnern. Das sagst du schon bei den Gegnern interessant. Ja, ich finde es tatsächlich interessant, weil. Oh, hier ist Olara, deine Schwester. Hä? Da vorne wieder? Habe ich gerade eine Quest erledigt? Ich meine, na klar kommen noch bessere Sachen, ne? Das verstehe ich zu 1000%. Bist du da draußen? Ich komme doch gleich. Mein Gott. Wieso kann ich den nicht looten? Naja. Da war doch eben irgendwo ein Ausrufezeichen, oder nicht? Kannst du mich hören? Da. Auf dem Kompass. Da oben. Mutterherz, Mutters Wacht. Okay. Moin, Schnauze. Boom, bitte, hier ist Olara. Den konntest du nicht looten, weil die schon geplündert wurden von den Plünderern. Ach so. Von den Plünderern sind das Maschinen oder was? Moin Moin erstmal, Fnaufe. Und danke für den Follow. Freu mich. Hab's 10 Stunden so gezockt. Wie gesagt, so einfach fand ich's nicht damals. 69 Pity nun. Brauch eine Pause, wie ich sehe. Hast du dich schon eingelebt? Ich hab mich eingelebt, ja. Das Game ist sehr, sehr geil. Und ich drück die Daumen, Sunny, dass du noch Navia kriegst. Ein paar Quests machen und so weiter, denk dran. Ach da! Ach guck mal, da kommt man hoch. Ich wollte sagen, es gibt doch bestimmt irgendwo so einen Punkt, wo man hochkommt. Plünderer hießen die beiden Maschinen, die du zuletzt zerlegt hast. Die Dinger heißen Plünderer? Okay, krass. Danke für den Hinweis. Dann habe ich auf jeden Fall keinen Bug hier gerade. Oh, geil. Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Wie einfühlsam ist sie denn bitte? Ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Du hast wohl recht. Ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut. Die Stimmlage von ihr war auch krass, ne?
Er ist so, ah, ich spreche nicht hier ausgestoßen. Und dann auf einmal so, ja, du hast recht, mein Bruder, oh, er ist voller Blut, mein Lager. Ja, krass. Warum bist du allein hier draußen? Irgendwie wirkt das wie eine Falle. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Okay. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Puh, hätte ärgerlich. Ihn nie allein gelassen. Scheint ein bisschen gestört zu sein, der Mann. Der muss auf jeden Fall behandelt werden, der Mann. Der gehört nicht in den Knast, sondern in die Psychiatrie oder Psychotherapiert, wie sagt man? Was machst du ganz allein? Oh nein, das wollte ich nicht drücken. Ich habe täglich eine Kerbe in die Aber man kann immer pausieren, wie krass. Ich wollte das nicht sagen. So, voller Blut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Hab da einen Stream bei Kippi gesehen und da kam die Nostalgie hoch. Hab's damals durchgesuchtet. Echt tolle Story mit Gänsehaut, wenn man sich darauf einlässt. Bei Kippi gesehen. Ach so, bist du bei Kippi gerade zu Besuch? Das wäre natürlich aber ultra witzig. Geil, ey. Ja, aber krass, dass du es... Ja, okay. Hast damals durchgesuchtet, echt krass. Tolle Story mit Gänsehaut, wenn man sich darauf einlässt. Ja, ich muss sagen, ich kann mich auch gerade extrem reinversetzen in die Welt. Das Intro war sehr geil. Und ich habe selten ein Spiel, was mich so reinzieht. Und es zieht mich gerade sehr rein. Ich finde diese taktischen Aspekte tatsächlich auch extrem geil. Feiere ich total ab, dieses... Wie ist auch der Nervenkitzel, die Maschine, was macht die? Und die greift an mit ihrem Turbo-Angriffen da und man muss jeden Angriff, also man kann nicht stumpf draufschlagen, man muss jeden Angriff überlegt machen, weil ich analysiere den Gegner, wie bewegt er sich, wie verhält er sich und dann setze ich den richtigen Moment ein, nutze ich den richtigen Moment aus, um anzugreifen und dann halt, wie gesagt, die richtigen Schwachstellen und so. Scannen, ausweichen, angreifen, alles, was man so machen muss, ist schon sehr, sehr cool und ich freue mich schon auf die Boss-Gegner, die kommen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Ich wollte gerade sagen. So sein muss. Finde ihn einfach. Bitte. Wenn die mitkommt, diese Quarktante, dann glaubt gar nichts. Die schafft es ja nicht mal allein, ihren Mann zu suchen. Also irgendwie ist das... Na gut, sie ist keine Kriegerin. Darf man nicht vergessen. Ich bin eine Kriegerin. Boah, ich mache hier schon wieder nur Nebenquests anstatt die Hauptquests. So komisch. Fühle ich genau, das hat mich auch dabei gehalten. Ja, es ist echt krass. Also, interessant. Das ist auch, glaube ich, so der Main-Aspekt so von dem Spiel, ne? Entweder man feiert ihn oder man hasst ihn wahrscheinlich. So wie Razy auch sagte. Aloy hat einfach keinen Bock auf sie. Also, Aloy hat mir gerade aus der Seele gesprochen. Der Regen geht mir ein bisschen auf die Eier. Was war das? Hase, okay. Als sie es gesagt hatte, darf ich mitkommen, dachte ich so, oh Gott, bitte nicht. Aber ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Hat man irgendwie ein Quest-Tagebuch oder so? Ach, auch mit J, krass. Ich habe ihr, hab das nicht so richtig verstanden, was sie wollte. Olaras... Bruder Brom sollte nach 10 Jahren der Verbannung heimkehren, aber er ist verschwunden und er hat nur ein blutgetränktes Lager hinterlassen. Begib dich zu Broms Lager. Ach so, ich hätte darüber sliden müssen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das mache ich mal direkt. Just for fun, wenn man jetzt schon mal so weit ist.
Und dann machen wir danach den anderen Kram. Ist wahrscheinlich nicht so schlau, weil wir bessere Sachen haben können nachher mit, wie gesagt, mit dem Zeitlupeneffekt und so weiter. Oh, ich hab Schiss, da aufzuspringen. Gefühlt muss man nur an diese Leine ranspringen. Das ist so ein bisschen unpräzise. Wo ist denn das Lager? Also ich glaube, da wäre eine Markierung vielleicht doch ganz gut, aber irgendwie finde ich es auch cool, wenn man es selber finden muss. Nur bei dem Regen ist es jetzt gerade halt eine absolute Katastrophe, das Lager zu suchen. Schon wieder ein Plünderer, das sind wieder diese Viecher, die so ekelhaft sind. Zwei Plünderer. Drei Plünderer. Boah, will ich mich drei Plünderer anstellen, ohne zu speichern zwischendurch? Lieber nicht. Wird bei euch die kommende Woche auch wieder so kalt? Also wir haben auf jeden Fall Schnee, bis der Arzt kommt. Ist irgendwie krasse Temperatur angesagt? Ich geh mal ein bisschen aus dem Weg lieber, bevor die hierher kommen. Mal kurz luschern. Ja, minus 3, minus 4, minus 5. Als kälteste Temperaturen aber. Bis minus 12 bei uns gemeldet und auch Schnee. Minus 2 soll es bei uns werden. Ja, es geht eigentlich, ne? Ist gar nicht so kalt. Minus 12. Schnee anscheinend wieder auf, wenn nicht wieder so viel. Wir haben hier Schnee ungefähr so hoch, würde ich sagen. So meine Kopfhöhe. Könnte mein Kopf... Nee, mein Kopf kann ich zur Hälfte in Schnee stecken, würde ich sagen. Ungefähr so tief. Oh Gott, die kommen richtig nah ran hier. Kann ich ja nicht alle markieren? Ah, ich kann alle markieren. Das ist geil. Das wusste ich gar nicht. Aber die Spuren kann ich nur von einem markieren, scheinbar, gleichzeitig. Ja, komm, ich mach mal... Lass uns, denn verfolgen wir doch erstmal die Main-Quest, weil irgendwie ist mir jetzt zu heiß hier hinten. Russischer Bekannter hat aktuell einfach minus 23. Einmal auf den Latz gehauen hier. Ja, danke. Und sie steckt in der Klemme. Huch! Bin ich gerade durch Zufall den richtigen Weg gelaufen? Oh, hilf mir doch jemand! Speicherpunkt. Wächter. Und das ist Arana. Okay, das kriegen wir hin. Das... Hilfe! Ich kann nicht runter. Vielleicht rennen wir erstmal zum Speicherpunkt? Nee, ist zu stumpf, oder? Komm doch gleich, Mann. Beruhig dich. Auf diesen Sturm habe ich gewartet. Mein Gott. Ich kann nicht runter. Hilfe! Gucken wir mal, wie wir es am schlausten machen. Geil. Ja, vernichtet sie! Bitte! Auf, Mann! Ich bin nicht da! Sie sollen nicht wissen, dass ich hier bin, du dumme Kuh. Schalte sie aus! Auf sie! Ja, zeig's ihnen richtig. Was macht er da? Ach, ich bin jetzt geblendet, oder was?
Na, du kleines Weichei. Komm nur! Oh, hab ich erwischt! Kurz was essen. Boah, die labert aber auch in einer Tour da oben, ne? Mein Gott, das ist so bescheuert, so unlogisch. Scannen. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Oh, eine Aktion im Spiel für eine Minute. Ist gar nicht aktiv, der Timer, kann das sein? Ein echter Glücksfund. Kann ich kurz mit dir reden? Glücksfund, sagt sie. Wächterlinse, kann ich damit vielleicht meinen Bogen upgraden? Bin mal eine Weile im Lurk wieder was zu essen machen. Okay, alles klar. Sunny, dann macht er dann mal viel Spaß beim Kochen, Essen machen, wie auch immer. Glaube ich, nichts angezeigt bisher. Aber ich scanne dann einfach mal eine Minute nicht. Gleich, nachdem ich aus dem Menü raus bin. Da muss ich nochmal luschern, warum das nicht funktioniert. Das ist ja wieder genau das. Kann ich das jetzt einfach reinballern? Wenn du die Modifikation einen Platz ausrüstest, verlierst du die alte Modifikation. Ist das denn weg? Kann ich das wieder rausnehmen irgendwie? Nee, ne? Ich will auch Spaß mal diese Spule da reinmachen jetzt. So. Kann ich den jetzt auch wieder rausnehmen? Ich habe Angst, das rauszunehmen, ne? Weil es ist bestimmt weg. Also ich glaube, das ist dann verbraucht sozusagen. Outfits modifizieren. Habe ich überhaupt Outfits? Fallen und Tränke. Oh krass, Tragekapazität. Vergrößere deinen Waffenbeutel, vergrößere deinen Outfitbeutel, Rohstoff. Oh, man kann das alles noch vergrößern. Oh, das Spiel, das ist so geil. Das ist so ein Ding. Das ist nicht nur so, das ist so. Reisen, Schnellreisepaket, Vorräte für lange Reisen. Ach so, geil. Da muss man also immer quasi Vorräte sammeln, bevor man... Kann ich den auch modifizieren? Fertigkeiten. Ich habe 3 Aufstiegspunkte schon, oder was? Ach so! Ach krass! Kann ich die jetzt ausrüsten, oder wie? Denn hier auf, dann mache ich das jetzt mal. Warte mal. Dann nehmen wir... Beim Zielen während des Springens oder Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Das finde ich sehr geil. Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos und macht arglose Gegner. Mir ist bald aufgefallen, in meinen letzten 5 Streams habe ich jeden Stream was anderes gezockt. Finde aktuell nichts, wo ich reinsuchte. Das ist hoffentlich bei mir das Game jetzt. Ich bin auch mal gespannt. Bei mir ist es eigentlich, obwohl bei mir ist eigentlich immer, sind es doch relativ gleiche Games. Aber stimmt, du wechselst doch sehr viel, ne? Stimmt. Crazy eigentlich, ja. Okay, ich bin mal... Bei dir ist es gern schon, ja, aber ich suchte da auch nicht krass rein, so. Also hier werde ich jetzt ja zum Beispiel richtig reinsuchten. Jetzt will ich mal gucken, was haben wir noch? Wir haben einmal dieses, also das mit dem Zielen, Rutschen, Verlangsamen würde ich schon mal nehmen. Den könnte ich danach noch verwenden beim Balancieren auf Seilen, Fernkampfwaffen? Nee. 15% mehr Schaden mit Schlagangriffen. 30% mehr Schaden mit Schlagangriffen, okay. Verwende beim Zielen Links-Shift, um die Zeit zu verlangsamen. Oh, auch ultra stark, ne? Frage ist halt, wie lange muss ich das, wie lange kann ich das machen? Leichte Sperrangriffe schlagen wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Locke mit irgendwas. Im Werkzeugmenü einen Gegner zu deiner Position. Als Ziel wird der Gegner gewählt, der Aloy am nächsten ist und im Zentrum ihres Blickfelds ist. Okay. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel. Zusätzliche natürliche Rohstoffe beim Sammeln.
Zerlege Ressourcen und Modifikationen in 50% ihres Metallscherbenwertes. Ach, Metallscherben ist die Währung, oder was? Dann nehme ich jetzt noch den... Drücke bla für einen starken... Für einen Angriff der Gegner am Boden stark beschädigt. Ja, ich mach das mal mit dem Zeitverlangsamen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Schaden... Achso, drücke linke Maustaste, um kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Schaden zuzufügen. Finde ich ehrlich gesagt auch ganz geil. Obwohl ich, glaube ich, nicht so der Typ bin, der so nah rangeht an die Biester. Hab vorhin einen mega geilen Bogen geangelt, der hat 5 Verzauberungen darauf, richtig stark. Noch dazu auch Mending, das heißt, der repariert sich selbst, wenn du Erfahrung sammelst mit ihm und dem in der Hand. Oh. Alter, was man alles angeln kann bei Minecraft. Ist das krass. Komm, wir nehmen den stillen Schlag noch dazu. Und dann haben wir erstmal das alles. Herstellen. Können wir noch Munition? Zack. Wir haben noch so viel Reinholz. Oh, wir haben viel zu viel von dem Zeug, ne? Krass, ich sammle da viel. Wir brauchen gar nicht so viel. Oh! Deswegen angle ich ja gern. Mega zum Entspannen. Man kann richtig geilen Loot rauskriegen. Geil. Vor allen Dingen so ein bisschen entspannt nebenbei. Das ist die Map. Haben wir noch gar nicht gesehen. Schön, dass sie so ungefähr 1 Millionenfach größer ist, als ich erwartet hätte. Ha! Was ist das? Läuferareal. Geh auf die Jagd und nach Lohe und Scherben. Okay, und wir haben jetzt aber die Aufgabe, erstmal diese Arana zu retten. Mit der Karte ist das sehr viel einfacher. Mache ich das mit M? Ja, okay. Geil, jetzt können wir quasi den hier machen, endlich. Ich möchte mich nur bedanken. Oder den hier. Chillig. Sehr, sehr chillig. Oder den hier. Ach so, da ist eine Leiste. Okay, okay, okay. Wo sind jetzt noch Feinde, die ich looten kann? Mensch, Arana. Komm und rede mit mir. Es dauert nicht lange. Ich will nicht mit dir reden. War natürlich nur ein Scherz. Ich will die labern einen so voll schon wieder. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Aber es sieht schick aus, deswegen voll verständlich. Die Karte sieht aus wie eine Mischung aus Days Gone und Ghost of Tsushima Karte, aber auch genau mit den Symbolen im Kompass. Hm. Ja. Ach. Kann ich kurz mit dir reden? Gleich. Entspann dich mal. Kann ich nichts zu sagen zu der Karte.